wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche, es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden, indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten. Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr. Wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Wohl eher rote Pissnelke. Ruhe, Gewürm! Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Ongard! Ich bin getroffen. Ins Haus, rasch! Da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg. Ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Schon wahr. Er lebt nach dem Prinzip, dass ein genossenes Leben ein gutes Leben ist. Spotte nicht. Tu ich nicht. An dem Prinzip ist nichts auszusetzen. Rittersporn weiß einfach, wie man das Leben genießt. Das ist gut.
Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Gut, suchen wir den Schlüssel. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei.
Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate. Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelboots. Die letzten Kronen verwetten. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich Delovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der Schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen.
Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Danke. Bis dann. Hallo, Lambert. Verdammt. Wie gut, dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lahn Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Lambert, beruhige dich. Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja. Nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen. Bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko.
Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faröl, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, theatergemäßeres erwartet.
Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Sie verspätet sich, natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie es. Sie wirft sich bestimmt nur in Schal. Das dauert. Weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Vilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Götter, Priscilla, wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie. Bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio Cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt. Ich weiß, du hast was gut bei mir, 100-fach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können.
Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht dasitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Geh voran. Spielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell? Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd.
Eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Eins ist sicher. Das war eine Bestrafung. So foltern doch noch nicht mal die Hexenjäger. Welche Sünde sollte das gewesen sein? Das weiß nur der Mörder. Und so werden wir ihn finden. Oder sie. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde? Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein, eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Nathaniel, wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jedermann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer.
vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich will dich nicht drängen. Danke. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist nur eine alte Wunde. Unverheilt. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben. Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe, so wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Doppeltöden! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich. Um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam. Und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier.
Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Hey, Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen. Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Geh mir aus den Augen. Sofort. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du,
Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfer ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag ihn schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Was willst du? Ich will Patricia Wegelbuth sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strauch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelbuth. Aber keine Tricks, klar? Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer. Schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Tür raus! Schnapp ihn! Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen! Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen! Ich bring dich jetzt zur Erbin! Na schön, der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest.
Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner. Ich habe eine Nachricht bei Patricias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit. Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein Höherer natürlich. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche.
Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest dich auf dem Platz des Hierarchen auf eine Kiste stellen und predigen können. Wie witzig. Das habe ich tatsächlich getan. Aber es hat niemand zugehört. Stattdessen haben sie gelacht und Steine geworfen. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben. Und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen. Den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Nicht schlecht, recht gemacht. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Ja, Geralt. Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Hubert. Du hattest recht, ihm nicht zu trauen. Er war ein höherer Vampir. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Warum ist die Universität in Ochsenfurt geschlossen? Weil es Radovid so gefällt. Hast du die Geschichte nicht gehört? Der Rektor wollte ihm einen Ehrendoktortitel verleihen. Die Fakultät war dagegen. Radovid erschien dennoch zur Zeremonie, legte eine Robe an, nahm seine Urkunde entgegen und als es vorüber war, warf er die Dekane und den Senat in den Kerker, damit sie keinen Rabatz machen. Ich war seitdem im Wilmerius-Hospital. Vielleicht ist es das Beste. Ich bin mit dem Skalpell einfach besser als am Rednerpult. Ich kenne noch eine Chirurgin von der Ochsenfurt-Akademie. Sie heißt Chani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Set rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich's etwa nicht versucht? Du hast ihn wohl zu hart drangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Soltan? Geralt?
Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Sultan, bist du sicher, dass diese Sache nicht zu gefährlich wird? Ich meine, es sterben Leute wegen dieser Karten. Nur Zed. Und glaub mir, der war kein unschuldiger Passant. Außerdem hast du seinen Mördern doch bestimmt den Chaos gemacht. Also ist alles in Ordnung. Erzähl mir lieber von den anderen Karten. Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfick, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe selbst Kassenbuch. Zeig mal. Den Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar, Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Ravi, wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche, dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen. Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel, dann gibt er nach. Also, viel Glück, Geralt. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte! Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Spielen wir, spielen wir! Ja! Zügle deine Begeisterung, Freundchen, und sitz still, sonst tust du dir noch weh. Aber er hat gewonnen. Und? Jetzt spielen wir was anderes. Danke. Wie soll ich dir nur danken? Die Nathalie-Karte würde reichen. Oh ja. Vielleicht siehst du eine andere vor. Ich habe eine ganze Reihe, die dir gefallen könnten. Ich hab's eilig. Die Nathalie-Karte. Natürlich, hier. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalie-Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Porvis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen.
Aber keine Sorge, er wird schon nicht so schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama-Schnaps für ihn. Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar tränke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin. Nach 3 Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei 3 Jungfrauen von Vico Varro schmettern. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Chiwai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Ja, neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe! Ich hab also unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Das Wort unlang gibt es nicht. Wen hast du denn da mitgebracht, Chiwai? Einen Grammatik-Puritanisten? Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kerl Mohen? Lebendköder. Siehst du, Chiwai? Aus dem wird noch ein guter Angler. So in 50, 60 Jahren. Warten wir es ab. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Bilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Cäsars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir, Joachim de Wets Schädel, Wathier de Rideaus Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt.
Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Ach, wenn du meinst? Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Gute Idee. Ich bringe sie ihr vorbei, wenn ich dazu komme. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's! Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönig. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Lass mich. Scheiß Ertrunkene. Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich? Mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig daraus schafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Ja, Geralt? Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit. Ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja. Sei still und versuch, mich nicht zu stören. Uera Sinde, wen ich hier hinne. Esse Punt. Wer bist du? Woran erinnerst du dich als letztes? An einen Berg. Eine Schlacht. Ich habe eine Einheit befehligt. Da war eine Zauberin mit Haar wie Feuer. Sie hat einen Zauber gewirkt.
Die rechte Flanke sollte die Schildträger angreifen. Die rechte Flanke hat aber nicht angegriffen. Und die Zauberin war Lita Nate, auch als Koralle bekannt. Ich war auch da. Das ist vor langer Zeit passiert. Schießere. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja, das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Va'atre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen, bis ich aufwache. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Da haben ihre Freunde dich angeheuert. Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Wo bin ich? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten. Ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung.
Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal, wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sigi Reuven. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellige. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug, gell? Hier. Reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los!
Sturm voraus! Lift das Segel! Bring sie langzeit! Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Art Skellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Yennefer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden, dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke, mach's gut. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Stehen. Das ist ihre Entscheidung. Thank you.
Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran? Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran Lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie 3 Muhmen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Muhmen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Kayra getroffen. Was um Himmels Willen macht Kayra Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels?
Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Jen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle.